Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Pizza geht immer. Wir machen heute eine Pizza und zwar komplett selbst, also Teig, Belag, den ganzen Krempel. Eine Pizza Bianco, das heißt nicht mit diesem Tomaten... Soße heißt das, glaube ich, oder? Ja, Soße heißt das. Sondern nur mit Mozzarella und dem Ganzen. Wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Pizza gibt es bei uns zu Hause ja wirklich in jeglicher Form zum Essen. Und zwar direkt aus der Tiefkühltruhe, einfach nur in den Ofen. Vorher Folie abmachen ist wichtig, muss man manchen Menschen leider auch sagen. Manchmal machen wir Pizza einfach den Teig belegen und dann in den Ofen. Wir bestellen auch manchmal Pizza. Aber Pizzateig selber machen, das ist eher die Ausnahme. Trotzdem gibt es jede Menge tolle Rezepte für Pizzateig und einen davon habe ich euch mitgebracht. Wie gesagt, wir belegen das auch noch, aber jetzt kümmern wir uns zuerst um den Teig. Es wird natürlich ein Hefeteig und deswegen brauchen wir einen halben Würfel Hefe. Das sind 20 Gramm. Ein bisschen mehr zeigt mir jetzt die Waage an, aber das kann ich vernachlässigen. Außerdem kommen noch 170 Milliliter Wasser in unseren Kessel. Das Ganze wird jetzt erwärmt und zwar 1 Minute 30 auf Stufe 1 und zwar 37 Grad. Das ist das Schöne, dass man das beim Thermomix genau so einstellen kann, denn 37 Grad ist die Temperatur, die die Hefekulturen brauchen, um aktiviert zu werden. Also los geht's und dann sehen wir uns in einer Minute wieder. Weiter geht's mit unserem Teig. Die Hefe ist jetzt aktiviert und als nächstes brauchen wir Mehl. 350 Gramm habe ich euch bereits abgewogen. Dann kommt noch ein Teelöffel Salz hinzu und natürlich Olivenöl und zwar 30 Gramm. Das Ganze wird jetzt in der Teigstufe 3 Minuten geteigstuft, geknetet, was auch immer, also zubereitet. 3 Minuten, auf geht's, bis gleich. Unser Hefeteig ist, ich bin immer wieder erstaunt, was der Thermomix in der Teigstufe so teigstuft. Das sieht wirklich aus, als wäre er fertig. Ihr wisst natürlich, Hefeteig rauszubekommen ist immer so eine Challenge, aber ich habe ja hier meinen großartigen Teigtwister und damit twiste ich den jetzt raus. Let's twist again. Zack. Den Teig decken wir jetzt ab und lassen den 40 Minuten an einem warmen Ort gehen. Während unser Teig geht, werden wir den Belag schon mal vorbereiten. Dazu habe ich 80 Gramm Gouda schon mal abgewogen sowie eine Kugel Mozzarella in Stücke geschnitten. Das Ganze wird jetzt zerkleinert und zwar 5 Sekunden auf Stufe 7. Dann wiegt ihr 150 Gramm Frischkäse ab und gebt 50 Gramm Pesto hinzu. Das ist die grüne Pesto. Man kann sicher auch Bärlauchpesto oder sowas nehmen. Das hier ist jetzt die normale Pesto Basilico. Ja, Basilico Pesto. Und das Ganze wird jetzt miteinander verrührt oder glatt gerührt, wie es so schön heißt. Übrigens könnt ihr auch schon den Ofen vorheizen auf 200 Grad. Das mache ich gleich, sobald ich das hier glatt gerieben habe. Und wenn der Teig soweit gegangen ist, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Unser Teig ist jetzt entsprechend gegangen. Der Ofen ist auf 200 Grad vorgeheizt. Ich habe mir jetzt meine Backmatte hier bereits in das Blech gelegt, um jetzt den Hefeteig hier auf dem Blech direkt auszurollen. Das ist am einfachsten, da braucht man nicht immer hin und her zu manövrieren. Ich weiß nicht, wie die Pizzabäcker das immer machen, die werfen das immer so schön. Ja? Also so, ich weiß nicht, kann das jemand von euch? Würde ich gerne mal sehen. Also würde mich echt interessieren. Ja? Die rollen den ja auch nicht aus. Die ziehen den ja. Nee, also den jetzt so drücken und ziehen, das geht viel einfacher als das auszurollen. So, und ich denke, das reicht mir jetzt auch so.
Wir bestreichen das jetzt mit unserer Frischkäse-Pesto-Masse. Das wird ja eine Pizza Bianco, also nicht mit dem Tomaten, ihr wisst schon, sondern eben mit Frischkäse-Pesto. Vielleicht sollte ich mal bei unserer Pizzeria um die Ecke, wo ich ja auch regelmäßig zu Gast bin, den Pizzabäcker fragen, ob der mir mal einen Kurs gibt, wie man den Teig am besten in schöne Form kriegt. Wenn man in der Pizzeria die Pizza so bekommt, dann heißt die wahrscheinlich Rustica, ne? Weil die so rustikal ist. Also ist halt eben nicht die Pizza, die man aus dem Tiefkühlfach kauft. Die ist ja perfekt rund. Aber ich wage zu bezweifeln, dass der Herr Dr. Oetker da steht und jede Pizza einzeln rund schneidet oder walzt. Das ist ja alles. Ich habe zwei Tomaten in möglichst dünne Scheiben geschnitten. Die kommen jetzt ebenfalls hier drauf. Gleichmäßigen Abständen. Und dann kommt unser geriebener Käse hier drauf. Der ist, merke ich jetzt gerade, etwas nicht mehr wirklich wie geriebener Käse. Wahrscheinlich war der Mozzarella irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung, noch zu flüssig. Aber gut, Mozzarella ist immer flüssig. Aber ich verteile das jetzt einfach hier gleichmäßig oben drauf. 20 Minuten kommt jetzt unsere Pizza in den Backofen. 200 Grad, hatte ich schon gesagt, habe ich es vorgeheizt. Ober-Unterhitze natürlich. Und dann sehen wir uns in 20 Minuten wieder. Ciao ragazzi. Unsere Pizza ist fertig und ich finde, das sieht richtig gut aus. Hanna hat eben gesagt, sie hat noch nie eine Pizza ohne Tomaten gegessen. Also ohne unten das rum. Ich habe das allerdings schon mal gesehen auch, aber es ist immer ein bisschen so, das nennt sich dann Pizza Bianco. Ja? Deswegen ganz gespannt drauf, wie das schmeckt. Wenn ihr euch wundert, warum hier der Thermomix läuft, übrigens, das hier wird eine Himbeerkonfitüre. Die zeigen wir euch aber in einer anderen Sendung. Jetzt geht es erstmal hier um unsere Pizza. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Pizzarad haben. Ich glaube nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich habe ein Messer. Da schneide ich mir jetzt einfach mal ein Stück raus. Und dann probiere ich die mal, wie die schmeckt. Hier mit unserem Basilikum vor allen Dingen auch wieder Hefeteig geworden ist. Da fällt mir schon das erste Stück entgegen. Könnte ich eigentlich genauso probieren. Da ist alles drauf, da ist Käse drauf. Das ist Frischkäse, Basilikumzeug. Das schmeckt eigentlich wirklich gut. Ist vor allen Dingen mal was ganz anderes als so diese klassische herkömmliche Pizza mit Salami und Tomaten und irgendwie. Also ich finde es richtig, richtig gut. Man könnte übrigens auch noch, wenn man das dann aus dem Ofen holt, einfach noch ein paar frische Basilikumblätter drauf machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch für das Abschlussfoto, das ich euch dann gleich nach der Sendung hier einblende. Ihr müsst es selbst ausprobieren. Ja, Hefeteig ist immer ein bisschen so eine Sache. Ich habe da auch immer erhöhten Respekt vor, aber es lohnt sich. Es schmeckt wirklich klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr Pizza selber macht, also ob ihr auch den Teig selber macht, ob ihr die nur selbst belegt oder ob ihr sie am liebsten bestellt oder aus der Tiefkühltruhe kauft. Ich habe keine Ahnung, würde mich echt interessieren. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Alternative. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.